Minister Torch 8. Torch 8 Nellis Tower, runway news is 3 left, wind 020 at 7, altimeter is 1016 mid above. Torch 8, runway news is 03 left, altimeter 1016 and request IFR clearance. Hey Freunde, warum habe ich gerade so geschmunzelt? Na, weil der Abend für uns gerade mal angefangen hat und Phoenix als Air Traffic Control Officer im Tower sich jetzt schon gestresst angehört hat. Warum ist er jetzt schon gestresst? Weil wir an jenem denkwürdigen Abend ein in Anführungsstrichen IFR Rumble im Geschwader veranstaltet haben. So zumindest haben wir das genannt. Im Kern gab es irgendwas um die 9 Flüge, die allesamt IFR unterwegs waren. Einerseits war das für uns einfach nur Instrumentenflugtraining und auf der anderen Seite wollten wir einen kleinen Benchmark für die maximale Kapazität eines einzelnen Controllers im Tower haben. Spoiler, die Anzahl der Flüge war ganz leicht über der maximalen Kapazität. Ich mache ja echt nicht so gerne dunkle Videos, weil die auf YouTube immer recht komisch anzuschauen sind, aber hier hatte ich keine andere Wahl, weil dieser Abend für mich ganz besonders lehrreich war. Nicht beim Thema Instrumentenflug, sondern beim Thema Crew Resource Management oder CRM. Der eine oder andere Berufspilot unter euch verdreht gerade womöglich die Augen, denn ich habe mir sagen lassen, dass CRM in der Ausbildung ein eher trockenes und nerviges Thema ist. Ich finde das aber zumindest in dem Kontext, in dem ich mich damit auseinandersetze, hier echt spannend. CRM heißt quasi, wie rede ich mit meinem Co-Piloten? So mehr oder weniger. Also dahinter steckt dann ziemlich viel Zeug, wie man die Arbeit im Cockpit zu zweit effizient und professionell gestaltet und eine klare Aufgabenteilung hat und all sowas. Wir fliegen heute die C101EB. Das ist seit kurzer Zeit unser Jet-Trainer im Geschwader. Dabei sitzen wir im hinteren Cockpit und wir haben noch den Hammer im vorderen Cockpit dabei. Ihr kennt Hammer schon aus diversen anderen Videos, unter anderem ein oder zwei Yui-Videos. Ja, eigentlich ist er Drehflügler bei uns im Geschwader, hat aber fast schon nur extra für dieses Event mal noch fixen Type-Rating auf der C101EB gemacht. Unser Flugplan, der führt uns heute von Nellis über eine Fighter Tree Departure zur Tonopah Test Range. Dort möchten wir nach ein paar Runden im Holding einen Tarkan Approach auf Runway Tree 2 fliegen, gefolgt von der Missed Approach Procedure und direkt weiter mit einem VOR DME Zulu wieder auf Runway Tree 2. Anschließend geht's direkt zurück nach Nellis und dort mit einer der möglichen ILS-Prozeduren ja, wieder zurück nach Hause. Wir haben das etwas ausführlicher gebrieft, als ich euch das jetzt gesagt habe, aber wenn wir noch ein ganzes Briefing jetzt machen, dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Ich halte euch quasi im Flug auf dem Laufenden, wo wir gerade sind. Außerdem haben wir noch abgesprochen, dass der Pilot Not Flying oder der Pilot Monitoring, wie man es auch nennt, für die Checklisten zuständig ist. Im Falle eines Notfalls haben wir verabredet, dass Hammer Pilot Flying ist und ich die Emergency Procedures durchgehe. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal einfach beim Takeoff ein, bevor ich euch noch mehr tot quatsche. Unser Callsign heute ist Torch 8. Tower Rider 5 ist Crosswind. Torch 8, Nellis Tower, Wind 020 at 7, Runway 3, left clear for takeoff. Torch 8, clear for takeoff, Runway 03, left. Okay. Dann machen wir einen Takeoff. Brakes sind set it. Throttle auf full Takeoff Power. Okay, ich komme mit der ICT gar nicht so hoch diesmal, ne? Ne, sieht gut aus. Und Brake Release. Okay, rolling. Airspeed alive. Airspeed ist gut. Hat noch 100 Knoten. Okay. Positive right. Yes, I can only clear you from this altitude. Und flaps ab. Und wir haben eine gute Steigrate. Landing lights retract. Landing lights retract. Runway 21 left, cross
Marco at or above. Landing gear is up, flaps is up, landing lights are retracted, RPM, ITT, oil temperature, oil pressure, fuel pressure are checked, the after takeoff check is complete. Alles gut, ITT ist im grünen Bereich. Und wir warten auf 8500. 5800. Das meinte ich ja. 580. Korrekt. Was habe ich da gerade alles vorgelesen? Naja, unsere Checklisten halt. Die Normal Procedures für die C101CB, die findet ihr auf unserer Geschwader-Homepage zum Download und auch die Emergency Procedures sind da. Die werden im weiteren Verlauf nochmal wichtig. Außerdem findet ihr da auch die FLIP, die Flight Information Publication für Nevada und könnt damit auch sehen, welche Ab- und Anflugprozeduren wir so fliegen. Genug schamlose Werbung. Eine der Schwierigkeiten beim Thema CRM in DCS und vermutlich auch in echt bei zwei Cockpits hintereinander ist, dass man sich nicht sieht und nur über Funk hört, nur über das Intercom. Das macht's unglaublich wichtig, dass man jeden Funkspruch auf dem Intercom in irgendeiner Art und Weise bestätigt. Und sei es nur ein kurzes "Hm", um zu signalisieren, ja, ich hab dich gehört. Das war zumindest meine wichtigste Erkenntnis des Fluges. Hammer ist echter Pilot und bei ihm merkt man, dass der Punkt auch wirklich total sitzt. Wir hatten bei dem Flug zusätzlich zur Dunkelheit auch noch einen recht dicken Overcast auf, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwas um die 7000 Fuß rum. Aber auch Nachtflüge können echt schön aussehen, wenn der Mond die Wolkendecke so anstrahlt. Ich mache mir gerade mehr Sorgen um den Berg links neben uns. Das ist echt scary, wie der sich aus der Dunkelheit da erhebt, ey. Aber es sieht schon schön aus. Ja. Gut, irgendwann en route, das war kurz nach dem Punkt Fighter, der unseren Abflug abschließt, habe ich dann die Kontrolle über den Jet übernommen, denn Hammer wollte irgendwas mit dem Garmin ausprobieren und hat sich nebenbei auch schon auf den ersten Approach vorbereitet und wird uns da gleich briefen. Sieht alles gut aus, aus meiner Sicht. Ich drehe nach rechts auf das Radial. Ja, alles klar. Alles Tower Diamond 4. Actually the same problem just occurred for me and should be no effect until landing. Habe ich das gerade am Funk richtig mitgehört? Die beiden anderen C101 haben Batterieprobleme? Hab ich nicht zugehört, ehrlich gesagt. Wenn so unglaublich viel am Funk los ist und quasi durchgehend nur geblubbert wird, dann ist die Kunst dabei, dass man sich auf sein eigenes Callsign ein wenig konditioniert. Wenn Hammer am Intercom redet, dann höre ich nur noch, naja, quasi im Unterbewusstsein bei dem Towerfunk mit und achte darauf, ob der Tower Torch 8 sagt. Wenn ich Torch 8 dann nicht höre, dann interessiert mich das auch nicht, was da im Hintergrund geblubbert wird und das ist dann eigentlich nur noch so eine Art leichtes Rauschen. Aber gut, rund 60 Meilen noch bis Tonopah, auf zum Approach Briefing. Shady 6, Nadestara, can you accept the vectors to final? Udi, wir haben jetzt noch 8 Minuten, dann würde ich mal ein Approach Briefing machen, bevor es nachher stressig wird. Alles klar, also wir fliegen das Tarkan Runway 2-2. Wir haben eine Minimum Descent Altitude Indicated von 6880 bei einem QNH von 1013 hatten wir. Dementsprechend würde ich gleich beim Tower nochmal anfangen, dass wir das QNH umstellen. Die Minimum Descent Altitude über Grund ist bei 530 Fuß. Final Heading ist 318 auf dem Radial, dementsprechend auf 138. Wenn wir dort jetzt ankommen, würde ich erst nochmal ein Holding requesten, weil wir mal ein Holding geflogen sind. Das
Holding hat auch einen Inbound-Kurs von 318 und einen Outbound-Kurs von 138 und geht bis zum DMI 820 raus. Ja, ansonsten haben wir Step Down Fix entsprechend der Approach Blades. Missed Approach Point ist Toge. Wir planen den Missed Approach abzufliegen. Das heißt, Itoge bei DMI 1 auf dem Final Heading heißt dann Climb to 11.000 Feet via auf dem Radial 328 ist Roxanne. Roxanne ist bei DMI 18 und dort fliegen wir in das Holding. Für das Holding müssen wir einen Teardrop Entry fliegen. Soweit alles verstanden. Alles klar. Wir machen das so, dass ich in den Controls bleibe, weil wir ja den Missed Approach abfliegen. Machen also keine Änderung der Controls, also dass wir irgendwie wechseln, wenn die Runway in Sight ist. Trotzdem würde ich dich darum bitten, rauszuschauen, ob wir überhaupt auf was kommen. Mhm, alles verstanden. Ich habe ein Auge auf Altimeter und ob wir aus den Wolken rauskommen. Genau, ich würde dich darum bitten, mir die Minimum Descent Altitude anzusagen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich sag dir die Minimum Descent Altitude an. Willst du noch andere Höhenangaben haben? Irgendwie 200 Fuß vorher oder so? Ja, die Step-Down-Fixes könntest du mir auch ansagen. Dann muss ich da nicht ständig draufschielen. Das würde total helfen. Und kriegst du dann noch die Descent-Checkliste hin, wenn wir im Holding sind? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann sobald wir die Möglichkeit haben, würde ich mal kurz fragen, ob wir noch ein Holding fliegen können nach dem QNH und dass wir auf die Initial Approach oder auf die Altitude von 10.040 sinken können. 10.040, Entschuldigung. Ja, sollte passen. Wir haben hier im Umkreis von 25 Meilen eine Minimum Sector Altitude von 9500. Ne? Keine Ahnung, wie es außerhalb 25 Meilen ist. Aber die haben wir ja auch gleich schon, die 25 Meilen. Das ist korrekt. Dann warten wir mit der Höhe noch. Wir können ja auch in dem Holding dann sinken. Also ich würde das Holding dann auf den 14.000 erstmal noch machen. Und danach dann sinken. Ja, alles klar. Damit war der Anflug klar und wir sind erstmal ins Holding bei Hubon gegangen, dem Initial Approach Fix. Und die Zeit im Holding haben wir dann genutzt, um gemütlich die Descent-Checkliste durchzugehen. Ja, dann mach doch mal die Descent-Checkliste. Descent-Checkliste, Flow Selector as required. Ja, Flow Selector, was ist denn das jetzt? Environmental Panel hinten rechts. Ich würde ihn auf Cockpit stehen lassen. Pitot Heat on, Pitot Heat is unchecked. Engine anti-ice as required. Das machen wir mal auf on. Engine anti-ice is on, Oxygen check. Altimeter set QNH checked. And Tarzan Mode check Compass. Ja, passt. Und Fuel check. Q-Check, wir sind jetzt bei 1750, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Und noch Engine Ignition Continuous. Engine Ignition auf Continuous, ja. Und die Sound-Checklist complete. Wir kamen während des Fluges übrigens auch nicht umhin zu bemerken, dass Phoenix da echt den ganzen Abend lang durchgehend was zu tun hatte. Ich glaube, Phoenix kann ganz froh darüber sein, dass wir uns ein bisschen aus Nellis verkrümelt haben. Er kann ja kaum Luft holen. Das ist bestimmt auch mal eine super Erfahrung. Ich bin echt hinterher gespannt, was er sagt.
ich glaube, der wird ziemlich durchgeschwitzt da rauskommen. Ja, vermutlich. Nur noch eine nautische Meile. Aber gut, nach noch einer Runde im Holding haben wir dann unseren Anflug begonnen. Wir steigen beim Initial Approach Fix mit dem Namen Hubon wieder ein. Okay, das ist 18 und wir sind auf 8700. So, korrekt. IMI 14 war das, ne? Korrekt. Dann müssen wir ja ganz schön runter. Cleared Fighter 3 to Tanker Texaco and Squawk is 51314 for Rugrat 3. JD6 and Star Wars Squawk 5161. 5161 for CD6. So, bei mir ist die Nadel jetzt exakt drauf. Aber wir müssen noch runter. JD6 Nelstar, Wind 020 at 7, runway 3, left cleared for takeoff. Wind ist bei 15, ich sink weiter. 8700. Dann kannst du weiter sinken auf 7400 bei DME 6.5. Wir sinken weiter durch die Passen. 7400 bei und bei DME 6.5. Idle, ne? Du kannst gern die Speedbreak schon dazu nehmen, falls du das möchtest. Das ist eh Teil der Landing Config. Ah, okay. Die ist Teil der Landing Konfiguration? Steht das auch irgendwo? Ja, müsste in der SOP stehen. Mal nachgucken, ja. Aber ich glaube, das hat sich gleich erledigt. Ich würde dann jetzt gleich die Klappen fahren, wenn ich gleich wieder Schub reindrehe, dann kommen wir direkt bei einer richtigen Geschwindigkeit raus. Alles klar. Und Klappen gehen auf Full. 7400 laufen an. Würde ich jetzt auch Speedbreak Auto out und Gear down. Okay. Gear down. Und Speedbreak ist ab. Tree Green, Gear ist down locked. Approach Speed sind 110 Knoten. So, eins DMI wollen wir haben bei 6060. Ich gehe auf 6080 und guck's outside. Ja, so verstanden. Ich gucke jetzt nur noch auf Altimeter und draußen. Na, das Tower Tango One Request. 6900. Gleich rechts, ich korrigiere nochmal ein bisschen. Tango 1 requesting to cancel departure after Juno and then enter a holding at Mormon Amisa Tarkan Radio 307430. Tango 1 Nels Terra, confirm after Juno. 6300. Direct Norman Mesa Radio 307 DME 30 and then holding. Nelstar Tango 1 Abram.
Tango Run Dallas Tower cleared at Questus. 6100, 6080, Level of Nothing Inside. Runway lights inside. Alles klar, ich flieg weiter bis zum Mist Approach Point und korrigiere die Höhe wieder. Und going Mr. Rider 5 Nellis Tower confirm you want the vectors for final for KLS. Kannst du mir Mr. Approach schon mal vorlegen, bitte? Mr. Approach Checklist, Throttle Max. Throttle geht auf Max, ja. Speed Break in. Nellis Tower copy Rider 5, continue climb. Gear up, flaps up. 1-0-1000, turn right heading 120. Ja, flaps up. Okay, und die Mr. Approach Flaps are takeoff. Flaps okay. Coming up. Mr. Approach procedure on radio 328. Climb to 11,000. Okay, wir sind den Mist Approach durchgeflogen, haben da eine Runde im Holding gedreht und sind anschließend noch einen zweiten Anflug auf Tonopah geflogen, den wir aus Zeitgründen aber jetzt überspringen. Stattdessen springen wir so ungefähr eine halbe Stunde in der Zeit nach vorne. Wir sind gute 3 Meilen von Tonopah entfernt, Kurs Richtung Süden, und unser nächstes Ziel ist eigentlich Nellis, als auf einmal... Ja, ich sag's mal so, erinnert ihr euch noch an die beiden anderen CR-101, die vorhin ein Batterieproblem gemeldet haben und dass ich sagte, dass wir unsere Emergency Procedures noch brauchen werden? Oh, zieh wieder ein bisschen rüber. Und dann dreh ich gleich das richtige Radial ein. Ich habe ein Warning Light Left Battery. Okay, so. Radial haben wir, Left Battery. Warning Light. Da habe ich auch. Okay, was ist das für ein Problem? Ja, Standby. Ich prüfe mal die Emergency Procedures. Ja. Ich bleibe auf 141, 10.000 Fuß. Schieß für bei dir in die 25 Sekunden. Glide path, you are now 25 nautical from KLSV. And decision height will be 200 feet. Okay, in den Emergency Procedures gibt es keine generelle Beschreibung dieses Warning Lights. Wir könnten handeln nach General Battery Failure. Oder es gibt noch eine Note oben drüber. A faulty battery can be identified by taking the generator offline and disconnecting the primary from the secondary bus. Subsequently you can observe the voltmeter while isolating the faulty battery. Also wir können jetzt ein bisschen mit der Elektrik rumspielen, ist mir aber bei den Sichtverhältnissen ein bisschen heiß. Na, warte mal kurz. Also, das ist dieses rote Warning Light, ne, neben dem Battery Switch. Naja, auf dem Battery Switch eher. Der Battery Switch ist so ein Toggle bei mir. Ja, genau. Okay.
Gut, wir sind jetzt auf 10.000 Fuß. Ich requeste erstmal, dass wir weiter climben, dass wir vielleicht, wobei wir sind ja oben raus, ne? Das ist gut. Ja, ich denke, wir könnten ruhig auf 14 oder 18.000, umso schneller geht's und umso weniger Sprit brauchen wir. Ja. Also 14 oder 18? Ja, lass uns mal 18 nehmen oder das erste Flight Level, was er hat. Naja, wenn eine Batterie ausfällt, dann ist es noch nicht ganz so schlimm, denn dafür hat man ja die Redundanz in Form einer zweiten Batterie. Nur dachte die zweite Batterie sich dann so gute 10 Minuten später, dass alleine arbeiten ja doch echt langweilig ist. Und wir haben einen zweiten Battery Failure. Ja, erkannt. Wollen wir da draußen Pen-Pen machen? Dann könnten wir vielleicht relativ direkt aufs ILS, ne? Ja, ziemlich. Und ich hätte dann 4 Items beim General Battery Failure. Na dann mal los. The battery is off, also die rechte Batterie einmal auf. Battery is off. Battery is off. Essential Bus Transfer on. Essential Bus Transfer on. And Bus Tie off. Bus Tie coming off. Bus Tie is off. Okay, Generator is now the only source of electrical power. 28 volts from the generator looking good. Okay, dann würde ich da draußen mal ein Pen-Pen machen und mal einen direkten Anflug anfragen aufs ILS. Ich meine, wir haben Generator-Power. Ja gut, wenn der ausfällt, haben wir erst ein Problem, ne? Ja, der nächste Punkt in der Checkliste in den Emergency Procedures ist auch Land as soon as practical. Na dann, sollten wir das auch tun. Nellis Tower, Torch 8, Pen, Double Battery Failure. We request a direct to the final for the ILS X-ray on runway 21 left. Torch 8, Nellis Tower, copy your Pen, turn left heading 100. Left 100 for Torch 8. Okay, dann macht es unter Umständen Sinn, schon mal wieder Nellis Tarkan reinzudrehen. Yep. Und das ILS von Nellis, die 109.1 zu setzen. Okay, Tarkan und you are set, ILS is set. Okay, für den ILS-Approach gleich musst du, wenn wir auf dem Final sind, von Tarkan wieder auf VOR wechseln. Und anschließend, yep, unten rechts beim Panel, neben dem Standby-ADI, hast du einen Knopf Approach Arm, yep, da musst du einmal drauf drücken. Kann ich jetzt schon drücken? Ja, kannst du jetzt wahrscheinlich schon drücken, dann ist er halt schon gearmt. Sollte sich dann automatisch aufschalten. Gibst du uns mal ein Approach-Briefing? Ja, Punkt Nummer 1 beim Approach-Briefing wäre Approach-Course 209. Approach-Course 209, okay. Oh, wundervoll. Unser Approach beginnt beim Punkt Chris DME 21 in einer Höhe von 8.900 Fuß. Ich vermute, der ATC leitet uns auf diesen Punkt. Das heißt, wir werden dem mit einer Rechtskurve folgen, auf dem Final rauskommen. Bei einer Entfernung von 13,2 Meilen werden wir auf 5000 Fuß gesunken sein und dort den Localizer intercepten. Wir continuen, was auch immer das deutsche Wort dafür ist, diesen Sinkflug bis auf 4200 Fuß in einer Entfernung von 7,2 nautischen Meilen.
Dort sollten wir spätestens den Glide Slope intercepted haben und folgen dem ILR zur Strahl nach unten. Unser Missed Approach Point liegt in einer Entfernung von 1,8 nautischen Meilen in einer Höhe von 2065 Fuß, wenn wir wieder auf QNH umgeschaltet haben. Kommt es nicht zu einer Landung, folgen wir weiter radial 209, steigen auf 15.000 Fuß. In einer Entfernung von 2,5 Meilen drehen wir nach rechts auf Heading 020 und fliegen auf den Punkt Arco zu. Ja, und Arco ist auf dem Radial von Nellis Packern, ne? Genau, Arco ist auf Radial 357 in einer Entfernung von 30 nautischen Meilen. Dort ist auch ein Holding eingezeichnet. The generator is now the only source of power war so ein Schlüsselsatz in den Emergency Procedures. Mit anderen Worten, fällt uns jetzt, nachdem beide Batterien schon den Geist aufgegeben haben, auch noch der Generator aus, dann sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln und haben keinen Saft mehr. Ohne Strom, keine Funkgeräte. In völliger Dunkelheit. Mit einem Overcast unter uns. Das war sowohl Hammer als auch mir in der Situation sehr bewusst. Im Debriefing haben wir das auch angesprochen, wir sind beide schon im Flug in Gedanken die Option durchgegangen, dass wir nicht auf Nellis landen, sondern auf Creech, denn das wäre deutlich näher gewesen von unserer derzeitigen Position aus. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das tatsächlich deutlich schlauer und vor allem sicherer gewesen wäre. Aber naja, im Flug haben wir das nicht angesprochen, weil wir einfach nicht wirklich Zeit dazu hatten. Ihr habt ja gemerkt, wie wir direkt eine Entscheidung getroffen haben, gemeinschaftliche wohlgemerkt. Und dann war es weiter Business as usual und es folgte direkt das Approach Briefing. Zum Glück für uns war der weitere Flug recht ereignislos. Wir wurden direkt auf ein 10-Meilen-Final für das ILS of Runway 2 and Left geführt und haben zwischendurch noch die Absprache getroffen, dass Hammer den Anflug fliegt und ich den Funk bediene. Flaps gehen auf Down. Gear Down. Gear ist down and locked, flaps are down, speedbreakers are out, 140 knots, localizer are running in. And glide slope captured. And torch 8, localizer glide slope captured. Torch 8, now is power cleared ILS 2 on left. And cleared ILS 2 on left, torch 8. Wind 020 at 7, runway 2 on left, clear to land. Clear to land, 2 on left, runway 2. 7,5 Meilen, wir können auf Approach Speed runter, 110 Knoten, würde ich sagen. Alles klar, kannst du mal Landing Lights anmachen? Landing Lights kommen. Und Landing Lights sind an. Ich setze mal noch Continuous Ignition. Continuous Ignition ist gesetzt. Kannst du mir nochmal Minimum bzw. Decision Altitude geben? Und Decision Altitude sind 2065. 2065, alles klar. Ja, noch. Gucken wir doch mal, was das Team wieder zeigt. Ja, wir haben noch 1500 Fuß Zeit. Und die Runway ist vorne schon inside, wir sind aus dem Wetter raus. Ja, Runway inside, ich bin aber inside vom Go. Roger. Taxi-Parking via Bravo Foxtrot Cross 3 left. A Localizer sieht gut aus, Speed sieht gut aus, etwas unterhalb des Gleitpfads. Entering the 2 nice tower. Expedite
Expediting taxi on the runway. Speed sieht gut aus, Localizer sieht gut aus, Glide Slope sieht gut aus. 2650 Fuß. Wind 0 to 0 at 7, runway 21 left clear to land. And 21 left clear to land, Torch 8. 100 above, wir sacken ein bisschen nach unten durch. Und Decision Altitude. Okay, Runway Inside, DME ist bei 06. Das ist dieser Punkt. Touchdown, yay! Jetzt wäre mir der Generator dann auch egal, aber der hat wirklich noch bis zum Shutdown durchgehalten. Apropos Shutdown, Hammer und ich sind noch gemeinsam die Shutdown-Checkliste durchgegangen, unter anderem mit dem folgenden Item. Achtung, jetzt wird's spannend, Ejection Seat, Safety Pin in. Warum wird das spannend? Ja nun, wir haben nur wenige Tage zuvor einen Übungsflug mit der C101 gemacht, dieses Mal bei Tageslicht. Achtung, wird mal kurz hell in den Augen. Und als wir dort nach der Landung auf dem Parkplatz noch die Shutdown-Checkliste durchgegangen sind, dann hätten wir noch in der After-Landing-Checklist Ejection Seat, Safety Pin in. Das war definitiv der falsche Knopf. Das war nicht der Safety Pin. Ich habe ihn nicht reingeprokelt bekommen. Ich würde sagen, After Landing Checklist complete. Ich habe gerade versucht, diesen blöden Pin reinzuprokeln. Blöderweise ist der ja exakt neben diesem, ja. Ja, gut. Das kannst du doch wieder keinem erzählen. Der war schon nicht schlecht und es war wirklich keine Absicht. Ne? Also. Und damit darf ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.